Ish Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanam Sute Devi Brahmi Vidhi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya noch bitte reinkommen, weil wir haben heute keine Verstärkung und hier ist noch ein bisschen Platz und dann versteht ihr besser. Ah. So, am letzten Tag heute, on the last day, one verse from the Bhagavad Gita. Zuerst in Deutsch, dann in Englisch. Aus dem 4. Kapitel. Ganz bekannter Vers, der 11. Eyata mang pabadyante tamstataiva bhajamyaham mamavat manuvartante manushya partha sarvashaha. Alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht, o Sohn Pritas. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O Sanskrit.
son of Prita. Yeyatamam prabhajante tamstataiva bhajamyaham. Mahamabhad. Bhajamyaham. Means how we surrender. Bhajami heißt, wie man sich hingibt. Bhajan. Das ist Bhajan. If I do Bhajan, he do Bhajan for me. Wenn ich Bhajan mache, macht er auch den Bhajan für mich. Bhajan. Bhajan. So, read this. Tamstataiva Bhajami Aham. Aham. Krishna is telling that somebody do my Bhajan, I do his Bhajan. Krishna sagt, wenn jemand Bhajan macht für mich, mache ich das auch für ihn. Bhajami. Read again. Read. Yeyatamam prabhajante tamstataiva bhajamyaham mama vartmanuvartante manushya partha sarvashah. Means how much I am close to you, you become my close. So nah wie ich dir bin, so nah wie du mir kommst, so nah werde ich dir auch sein. So Lord say that if you become close to me, I will become close to you. You think for me, I will think for you. So das ist, was der Herr sagt. Er sagt, die Nähe, die du zu mir hast, die gleiche Nähe werde ich auch zu dir haben. You will remember to me, I will remember you. Du wirst dich an mich erinnern, ich werde mich an dich erinnern. You will chant for me, I will chant for you. Du willst chanten und dabei an mich denken und genauso werde ich das auch tun. Bhajan means Bhajan. Bhajan heißt Bhajan. This is the loving relation. Und das ist eine Liebesbeziehung. Who can do? Wer kann das tun? Because we are Baddha Jiva, we are covered. So, wir sind gebundene, bedeckte Seelen. Huh? So, we cannot. We are not in the light. Ne? Wir sind noch nicht im Licht. We cannot see ourselves. Wir können uns selbst noch nicht sehen. We not develop loving relation. We cannot think for it. Wir haben noch keine liebevolle Beziehung entwickelt. Wir können sie noch nicht richtig, auch nicht richtig denken. So wie ich für ihn mich bemühe, so tut er das auch für mich. 8 times more. Jedes Mal mehr. I do 1 time, he do 8 times. Aha, 8 Mal mehr. Ich mache das einmal und er macht 8 Mal mehr. Daher kommt die 108. Only Krishna cannot do in Vrindavan with gopis. Nur Krishna kann das nicht tun im Vrindavan mit den Gopis. He is promised in Bhagavad Gita, but he break this promise in Vrindavan. Er verspricht das ja in der Bhagavad Gita, aber er bricht dieses Versprechen in Vrindavan. Out of Vrindavan, this promise stand. Außerhalb von Vrindavan, da gilt dieses Versprechen. Means, if you take the mood of Vrindavan, then he cannot keep promise. So, das heißt, wenn du die Gemütsstimmung von Vrindavan hast, dann kann er dieses Versprechen nicht aufrechterhalten. Because he has to take everyone, care everyone. Er muss ja um alle kümmern. And you are caring with full of love, only one to him. Und wir selber, wir geben ja unsere ganze Aufmerksamkeit nur einem. So he cannot do this thing. So, er kann das nicht tun. A kanki, he cannot do. Er kann das nicht ausfüllen. Only one, he cannot do. He has to take care of that. So, er muss ja sich um alles kümmern, um alle, nicht nur um einen. So Vrindavan mood is highest because of this. He do 8 times out of Vrindavan. So deswegen ist die Vrindavan-Stimmung die höchste. Yeah. Und aber 8 Mal mehr gibt er zurück außerhalb von Vrindavan.
Prabhupada lines what he writes. Everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestation. Krishna, different aspect, like we all sitting, everybody has a different aspect. So verschiedene Aspekte, so wie wir hier alle sitzen, jeder ist ja irgendwie ein verschiedener Aspekt. And different level to think. Und auch eine verschiedene Ebene, auf der er ein verschiedenes Niveau, auf dem er denkt. You are. So my level of thinking is different. So mein Niveau des Denkens ist ja verschieden von dem anderer. My relation, my approach, my thinking for him is in different level. So mein Denken, meine Annäherung, mein ganzes Verhalten ihm gegenüber, es gibt verschiedene Ebenen. So if you will watch others what they are doing, you cannot improve your level. So wenn du die anderen beobachtest und auf die achtest, was die tun, wie die tun, dann wirst du dein eigenes Niveau gar nicht steigern können. Forget. Vergiss es. I have to develop ourselves. Wir müssen uns selber entwickeln. We have to improve more relation and connection with him. So, wir müssen mehr eine größere, eine tiefere Beziehung mit ihm aufbauen, to develop my higher consciousness. Um mein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahmajyoti effulgence and as the all-pervading Supersoul dwelling within everything, including the particles of atoms. Krishna, again. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahmajyoti effulgence. You know, why he is supreme? Warum ist er der Höchste? Because he is for impersonalist, he is impersonal. Für einen unpersönlichen Sucher ist er unpersönlich. And for personalist, he is very personal. Und für jemanden, der Gott in persönlicher Weise sucht, der für den ist auch persönlich. He is spark also. Es hat auch ein kleines Teilchen. He is light also. Er ist das Licht. As a Atma, Brahmajyoti, and he is a form also. Und er hat auch, er ist ohne Gestalt, er hat auch eine Gestalt. But he himself realized that the beauty in the form. Aber sein Selbst, er selbst kann eigentlich nur in der Gestalt wirklich erkannt werden. Because in form I can develop relations. Denn nur wenn man eine Gestalt hat, wenn es Gestalt gibt, kann auch Beziehung entwickelt werden. You see? Siehst du das? You feel this. Könnt ihr das fühlen, nachfühlen? You go to Autobahn, you will see some you before you will see a spark, then you will see the light, then you will see the truck is coming. Sometimes you will see car is coming, form will come. So das sieht man, wenn man an der Autobahn steht, ne? Von weitem sieht man so einen kleinen Lichtschimmer und dann wird das Licht größer und dann kommt halt ein riesen Truck angefahren. Man sieht es in verschiedenen Größen. Yes, you. So you see that this car has a spark, light and form also. So das Auto hat halt auch von der Entfernung einen Lichtschimmer, aber es hat halt auch eine richtige Gestalt, wenn es nah dran ist. Is your distance? You see like that. Es geht um die Entfernung, die du selber hast dazu. You have to wait very long time to see the form. Also du musst mitunter sehr lange warten, bis du die eigentliche Gestalt sehen kannst. But you see one point is coming. Aber du siehst, da kommt ein Pünktchen. We say soul is there no form. So wir sagen Seele, aber da ist keine Form, keine Gestalt. If you have a form, I have no form. How I will develop relation with you? So wenn ich eine Gestalt habe und du keine, wie soll ich denn da eine Beziehung aufbauen?
How I will develop religion? Wie kann sich da eine Beziehung entwickeln? Like this bulb. So, wie and, diese Lampe da oben. Die. And you make relation? Welche Beziehung kannst du zu ihr machen? Impossible. Unmöglich. So if God, I am a bulb, light, Atma, and God, Krishna is a form, why not I can see him? Because my form is not revoked. So, das heißt, wenn ich jetzt eine Glühbirne wäre und Gott hat eine Gestalt, ja, wie kann ich ihn denn dann sehen, wenn meine Form, meine Gestalt noch nicht mal eben ausgestaltet ist? Just light is there that I can see deity in the form of deity, not my Krishna is there because my form is not there in that mode. So, das heißt, wenn da auch Licht da ist, dass ich die Bildgestalt sehen kann, heißt das nicht unbedingt, dass ich ihn erkenne, weil meine eigene Gestalt ja eigentlich noch nicht erwacht ist. In the Bible is written, you cannot imagine the God. You cannot see. In der Bibel steht, man kann sich Gott nicht vorstellen. But sure, if you have a love, you can very face to face. Aber ganz sicher ist, wenn du eine Liebe für ihn hast, dann kannst du ihn sogar von Angesicht zu Angesicht sehen. Weshalb? Because you are connected with relation and love. Weil du bist mit ihm dann verbunden, mit Liebe, in Liebe. Because my heart is not a stone. Mein Herz. My heart is a stone. I will see a stone. Mein Herz ist ja kein Stein. Aber wenn mein Herz ein Stein ist, dann sehe ich halt auch nur ein Stein. My heart is wood. I will see wood. Wood. Ach, Wut, okay. Und wenn mein Herz hölzern ist, dann kann ich auch nur Holz sehen. It's a nature. What I am, I can see that. Das ist doch ganz natürlich. Das, was ich bin, werde ich auch wahrnehmen im Äußeren. So, Brahma Jyoti and this thing can give you some light to sit in room. So das Brahma Jyoti, das kann dir Licht geben, dass du was sehen kannst im Raum. But not relation. Aber Beziehung kann es nicht geben. And light is the Krishna, all light and Brahma Jyoti is coming, so it will be naturally lighted. Every place. So, wenn Krishna kommt, sozusagen mit dem Brahma Jyoti, dann wird automatisch alles erleuchtet sein, jeder Ort. It's not a big thing. Ist nicht eine große Sache. No, close it, my dear. Oh, keep open, keep this and open. Then I can relate like this. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. You see. If you want to realize, not with the light to light to spark, you can realize him. If you have a purity, Shuddha Chit, and you have a relation of love, you can connect yourself. So, das heißt, Krishna kann man verwirklichen, kann man sehen, wenn man eine liebevolle Beziehung hat und wenn man ein reines Bewusstsein hat. Dann kann man eine Beziehung aufbauen. Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone. If it's become my object. If it mein Objekt, mein Gegenstand, der Gegenstand meiner. If I have a material object, I cannot do anything.
my object should be him. So, wenn ich jetzt irgendeinen materiellen Gegenstand da vor mir habe, was kann ich tun? Er sollte das Objekt sein meiner. And no mixed object. Und nicht gemischt, nicht vermischt. You cannot go with the mixed object of that sometime material, sometime this. Du kannst nicht mit so einem vermischten Gegenstand zu tun haben, denn manchmal ist er dieses, manchmal ist er jenes. Ja. Ja. And it's very easy. You don't leave to business that to fix only his object. Das ist auch ganz das ist eigentlich ganz leicht. Man muss auch nicht deswegen all seine Geschäfte, seine Geschäftlichkeit aufgeben. Es geht eigentlich nur darum, diese Beziehung mit Krishna festzumachen. Gopi has all material activities to do. Die Gopis, die müssen ja auch alle die sogenannten materiellen Aktivitäten ausführen. But his object is only Krishna. Aber ihr der Gegenstand, den sie anstreben, das ist nur Krishna. So that you have to understand how this comes. In doing in material activities, how I can keep spiritual only Krishna is my object. So das ist, worum es, was man lernen muss, dass man trotzdem Ausführen aller möglichen materiellen Tätigkeiten Krishna einfach immer im Verstand behält und nur an ihn denkt. This is the highest sadhana, my dear. Das ist der höchste Sadhana, meine Lieben. Gopi Bhav Sadhana is the highest in the sadhana. Gopi Bhava Sadhana, das ist der höchste Sadhana. Only renounced who has a desire to develop more higher, they can do this. Nur die Entsagten, die wirklich den starken Wunsch haben, ganz nach oben zu gelangen, die können das tun. By doing all material activities, they are free from all material. Obwohl sie alle materiellen Aktivitäten ausführen, sind sie vollkommen frei von materiellen. Right or not? Ist das richtig? Understand? Ist das richtig oder falsch? Ist es verständlich? In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotees wants him. Percentage, 10%, 10%. So ist es, 10% hin, 10% zurück. 50% geben, 50% zurück. 90% genau das gleiche. It depends upon your percentage of stage, ne? Es hängt von dem Prozentsatz ab, auf dem du dich befindest. And he's a transcendental. You will feel, he will know, he is a oneness, transcendental, divine. So, das ist auch transzendental. Das ist etwas Transzendentales, was geschieht. Du wirst was fühlen, er auch. Telepathic. Das ist wie eine Telepathie. Your message, he receive, you will receive his message. Er wird deine Botschaft erhalten, ohne dass es jetzt große äußere Dinge bedarf, und du wirst seine empfangen. Nobody will know what is happening inside you. Only you will know. Und keiner im Außen, der wird wissen, was da in dir stattfindet. One devotee may want Krishna as supreme master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. You see, again the four pages come here. Of introduction of Prabhupada, schon wieder genau, genauso wie in der Einleitung werden eben hier diese verschiedenen Beziehungen benannt. Because Sambandha Gyan is the base
of his spiritual life. Weil das Sambandha Gyan, das ist die Grundlage für das spirituelle Leben. In Bhakti, Devotion. In der Bhakti, in der Hingabe. Without relation, you cannot move. Ohne Beziehung, ohne eine Beziehung zu haben, kann man sich nicht mal bewegen. And what is the practice? I burn out with many relationships. So, und was ist die Praxis? Ne? Man kann ja auch ausbrennen mit ganz vielen Beziehungen. But spiritual master is why important to again practice my relationships. So, aber der spirituelle Meister, der ist ja ganz wichtig, um wieder diese Beziehung aufzurichten. And when you will practice spiritually without any interest of each other. Und wenn du etwas spirituelle, eine spirituelle Beziehung aufbaust, ohne den geringsten Wunsch links und rechts, then I can heal myself to easily flow for the Supreme. Dann kann ich mich ganz schnell und ganz einfach selbst heilen und sehr leicht hinfließen zum Höchsten. So never we have to see material concept. Is spiritual line is no material. You see material body and into the spiritual master and material thinking. Why he think material? How to convince and engage you to me? So deswegen soll man auch den geistigen Meister nicht irgendwie auf eine materielle Weise beachten, in ihm materielle Dinge sehen. Denn das, was er bedenkt, was er tut, was er auch mit mir tut, ist ja im Grunde genommen dafür gedacht, um mich in meiner spirituellen Entwicklung zu befördern. No personal interest. Der hat kein persönliches Interesse daran. Behind this something is there that you can connect in relationship. Denn dahinter ist etwas, was dir hilft, deine persönliche Beziehung zu entwickeln. And you can restore relation when you will understand and you will feel one of these relations easy for you to move there. No problem. Und wenn diese Beziehung erstmal wiederhergestellt ist, dann wird es ganz leicht sein, sich vorwärts zu bewegen. Dann wird es auch keine Probleme geben. This is the only way, there is no other way there. Es gibt auch nur diesen einen Weg, da ist kein anderer Weg. You see, in Bible Jesus said, I am the way. What is meaning? In der Bibel sagt doch Jesus, ich bin der Weg, aber was heißt das? Because Master is the only way. Der Meister, das ist der einzige Weg. Why? Because he will teach how to develop relation one of them. Und warum? Weil wird diese Beziehung lernen, die Beziehung, die du aufbaust. And to how to make divine to them. Und wie du diese Beziehung, also eine spirituelle Beziehung, eigentlich auch haben kannst. God cannot come to teach us. He cannot come to teach us himself. Gott selbst kann nicht kommen, um uns zu lehren. Krishna cannot come to teach us himself. Krishna kann nicht selbst kommen, um uns zu belehren. He is representatives as a spiritual master. He himself come as a spiritual master. So, der heißt, kommt durch seinen Repräsentanten, durch den spirituellen Meister, und im spirituellen Meister ist Krishna selbst dann anwesend. Then you will say, who is representative of Krishna? It's Swami, who comes to give you love and change your life. Is a Swami representative, Radhika representative. So, und dann erhebt sich die Frage, wer ist wirklich der Repräsentant? Und das ist letztlich Swamini, also Radhikas Repräsentant. Dann ist der Ursprung davon ist ja die Liebe. Pure devotees, that is purity. Das ist Reinheit. Pure means I desire to now love you. Ich habe den Wunsch und nun liebe ich dich. This purity only come by the grace of master. Und diese Reinheit, die kommt nur durch die Gnade des Meisters. How much you are in the meditation and how much you are thinking and how much you surrender to spirituality.
so stark, wie du darüber nachdenkst, so stark, wie du dich hingibst, das gibt halt dann die Auskunft darüber, wie stark du dich entwickelst. This is your purity. Und das ist die Reinheit. The pure devotees, both here and in the transcendental abode. Here and there. Also here. Sadhak Deha and Siddha Deha. Also here und dort. Sadhak Deha is my physical body. Ja, das Sadhak Deha, das ist mein physischer Körper. And Siddha Deha is my spiritual body. Und Siddha Deha, das ist mein spiritueller Körper. If I will not practice there, how I will practice there? Und wenn ich das hier nicht praktiziere, ja, wie will ich es dann dort tun? I have to practice now and here within Sadhak Deha. Ich habe das hier schon in diesem physischen Körper zu beginnen, zu praktizieren. And I have to go in my Siddha Deha in this body. Und ich habe in mein Siddha Deha sozusagen durch diesen Körper zu gehen. And if I have to leave this body, I go my place, I know my place. Und wenn ich diesen Körper verlasse, dann kenne ich bereits meinen Ort, meinen Platz. Understand? Versteht ihr das? So, we no need to waste our time, my dear. So, es gibt keinen Grund, Zeit zu verschwenden. We have to bring our mind in right place. Wir müssen unseren Verstand in die richtige Position bringen. How to set all material thing. If I know set nicely material thing, I cannot move for the spiritual thing. Wenn ich nicht weiß, wie ich die materiellen Dinge vernünftig ordne, dann kann ich auch die spirituellen Dinge nicht tun. That they not disturb me. Why I will give time to them that please help me, not disturb me. I have to use this life. I have to make it like right, good goal of my life. I don't want to waste my time. So many life I waste. So ich möchte ja mein Leben nicht verschwenden. Ich brauche dieses Leben, um mich aufzubauen, um mich zu ordnen und nicht, dass die Dinge um mich herum, also die materiellen Dinge, einfach meine Feinde werden und mich vollkommen ablenken. Ich habe schon so viele Leben verschwendet. All favorable circumstances are here. Und alle vorteilhaften Lebensumstände sind ja da. One song is there. When the mercy comes of Nitai, my all material thing become balanced, that I can enter in my spiritual body. Es gibt ein Lied, das besagt, dass wenn alle materiellen Dinge sozusagen geordnet sind, dann werde ich auch die Ruhe finden, um in meinen spirituellen Körper einzugehen. Goranga Bolivia. Da gibt es einen Satz, also eine Zeile. Kave Nitai Chand Karuna Hove Vise Chalya Kave Shuddha Hove. When my Nitai Chand without mercy of Gurudev is not possible. Aber ohne die Barmherzigkeit von Gurudev geht das überhaupt nicht. Nitai is Guru. Nitai, das ist der Guru. Nitai. Karuna hove vishay chariya, kave suddha hove. When my vishay, the subject of material enjoyment and material desire will be balanced. I cannot cut it out and throw it out, but I can balance it in my
day-to-day life. So das ist die Frage, wann all meine materiellen Wünsche in einen Ausgleich, in eine Balance geraten. Ich kann die nicht rausschneiden, aber ich kann sie balancieren. Das heißt, ich kann sie einordnen. Dann. They don't influence me. They don't disturb me. I pray to them. Dann werden sie mich nicht mehr beeinflussen. Dann werden sie mich auch nicht mehr stören, denn ich bete zu denen ja darum. Ich respektiere die auch. No fight. Fighting is no end. Kein. Respecting is more helpful. If somebody is enemy, no fight with them. So Kampf hilft ja nicht. Wenn du einen Feind hast und du gegen den kämpfst, das hilft nicht. You more respect. Na, es braucht den Respekt, also dieses anzuerkennen. No keep envy anything. Und nicht irgendeine Neid oder eine Feindseligkeit aufbauen. Ich erinnere mich an eine Geschichte. One sadhu is living in Vrindavan. Ein Sadhu lebte in Vrindavan. He went to go to Jamuna. Und er ging zu Yamuna. Every day for bath. Jeden Tag, um dort sein Bad zu nehmen. One day he was bathing. Eines Tages, er war im Wasser, er badete. One is Scorpio. Scorpio is a black, the poisonous. Also ein Skorpion kam eines Tages. He is flowing in the water. Und der Skorpion was floating in the water. In the water. Also ein Skorpion, der schwamm im Wasser. So he took his hand with and tried to take out from the water. Und er nahm mit beiden Händen diesen Skorpion und wollte ihn aus dem Wasser nehmen. But when he took aber in dem Moment, wo er ihn hatte, in der Hand hatte, da stach so er zu. It fall down again in water. Und er fiel wieder ins Wasser, der Skorpion. Then he start running there. Und er rannte ihm wieder hinterher. Because the flow was there. Weil der Strom, der nahm ihn mit. Again he catch. Und er fasste ihn wieder. Again he und er stach ihn schon wieder. One person was surprising. One person. Das beobachtete scheinbar jemand, der war erstaunt. Said, Baba, what are you doing? Hey Baba, was machst du denn da? Aray, this is very poisonous. Der ist unglaublich giftig, dieser Skorpion. He don't listen anyone. He der hörte nicht und nahm ihn und warf ihn raus. You don't know it's a very poisonous weißt thing. Du denn nicht, dass der ganz und gar giftig ist? You are going to die. Du kannst sterben daran. He said, he teach me. Der lehrte mich, dieser Skorpion. He is biting me. Der hat mich gebissen. And he is teaching me. Also er hat mich gestochen und hat mich dadurch gelehrt. Baba, today I want to check you that your nature is you are keeping your nature, I am keeping my nature. So, jetzt, und zwar, es war eigentlich der Test. So, jeder von uns hat seiner Natur entsprechend gehalten. Jetzt wollte ich mal sehen, wessen Natur ist stärker, wer hält länger sozusagen durch. If you are real sadhu, you will trick me out. Und zwar, ich habe gesehen, der will mich testen und der wollte sehen, schau mal, wenn du ein wirklicher sadhu bist, dann gibst du nicht auf und du holst mich raus. Because I never leave, I am biting you now and again and again. Weil ich kann nicht anders, ich werde dich immer wieder stechen. So he said, he's my teacher. Der ist mein Lehrer, sagte der. I see my Gurudev is checking me. I'm changing my nature or I'm doing my service now. Und ich habe darin meinen Lehrer gesehen, der herausfinden wollte, ob ich meiner Natur treu bleiben kann, ob ich meinen Dienst ausführen kann oder den dann einfach aufgebe. And he's looking his Gurudev in his. Der hat seinen Guru in diesem Skorpion gesehen. Sein Guru, der ihn testete. This is sadhuta. This is the saintly nature, my dear. Das ist die heilige Natur der Sadhus.
jit dekho tit sham mein, where I see you only. Na, was ich auch sehe, ich sehe immer dich. The pure devotees. This is purity. You understand? I change my clothes. It's not purity. Anyone can do. Right? So this pure devotees. Both. Pure devotee. Purity of the thing. Pure gold. Pure, you know. You see the gold, mixed gold and pure gold. Also rein, rein, es geht um die Reinheit. Wie das mit dem Gold, ne? Es ist kein vermischtes Gold, das ist nicht reines Gold. If the other metals are mixed in the gold, it's not pure. Wenn da andere Metalle hineingemischt sind, hineingeschmolzen sind in das Gold, ist es kein reines Gold. You could bring to the goldsmith. Ne, wenn du es zum Goldschmied bringst, what he will do? Was macht der? He will melt. He will change the form of that gold. Der wird es schmelzen und der wird auch dessen Gestalt verändern. He will so much heating, giving the heat in that gold, that the gold form will change. Der wird so viel Hitze da hineingeben, dass sich die Gestalt des Goldes ganz und gar ändern wird. The person, he said, what do you in my ornaments? Where is my ornaments? Wo ist mein Schmuck? Dann fragen, ne? Wo ist er hin? But it's no ornaments, it's a melting gold. kein Schmuck mehr da, ist einfach nur noch geschmolzenes Gold. And you have to believe in that melting that it will become pure. Und du musst aber deinen Glauben haben, dass dieser Schmelzprozess auch dieses Gold reinigen wird. Till the goldsmith not hand over you that now you are pure. Ne, also die das Vertrauen auch darin haben, dass das, was der Goldschmied dir dann aushändigen wird, auch wirklich rein ist. And this is your gold, this is your metal. Und dann sagt er dir, guck mal, das ist dein Gold, das ist dein, und das ist dann das Metall, das andere, wenn es. And you will see the metal also and gold also. Und du wirst beides sehen, das Metall, aber auch das Gold. Similarly, when the purity will come, you will see how much metal was there. Und dann, wenn du erstmal, wenn es rein ist, das Gold, wirst du sehen, wie viel andere Metalle da noch drin waren. And what type of metals was there? Und was für Metalle, welche Art sie sind, welche Metalle? When the purity will come, then, my dear. Aber erst wenn die Reinheit gekommen ist, dann wirst du das erst sehen. Ohne das geht's nicht. This is Guru Kripa. Das ist die Gnade des Gurus, Guru Kripa. Yeah. So, the pure devotees, both here and in the transcendental abode. That is the mercy. Here also you are very much in Ananda. So, das ist die Gnade, die Barmherzigkeit, dass du auch schon hier ganz und gar ineinander in Glückseligkeit sein kannst. And in transcendental abode also you are in Ananda. You are because you are pure. Und in der transzendentalen Wohnort bist du das auch, weil du bist ja rein. Flow is flowing like anything, you cannot believe it. Ne, das ist ein Fließen dort, das kann man gar nicht glauben. Ananda Kosh, this is Ananda. Das ist Ananda Kosh. So, they associate with him, these pure devotees, with him in person and are able to render personal service to the Lord. And those derive transcendental bliss in his loving service. Again. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate. You understand? Versteht ihr das? Here. You will do the same practice. Du machst hier die gleiche. Du führst hier die gleiche Praxis aus. If you are father, you will be acting like a father. You are son, you have to become son. Wenn du Vater bist, handelst du hier wie ein Vater. Wenn du Sohn bist, dann bist du halt der Sohn.
This practice will is a devotional life. Und diese Praxis, die wird genauso sein wie im hingebungsvollen Leben. Read again this line. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able. Person, in person, you will become in person. Also, you will get the form to serve there. Also das geht, das ist die Person, das ist das entscheidende Wort hier. Und du wirst die Gestalt erhalten, um wirklich persönlichen Dienst auszuführen. Associate with him in person and are able to render personal service. Personal. Persönlich. Because of our purity of Sarup. Das ist aufgrund unserer Reinheit, unserer ureigenen Gestalt, die Swarup. Take out the page 4. This is connected there. Mm-hmm. Page 4, introduction. Introduction. It's Sambandha is the first thing. What is missing in our life? No Sambandha. So, das ist wie, ich suche das gerade, this is another edition, and hopefully it's... Yeah, here is it. So, und das ist, wie er sagt, also schaut, das ist genauso wie auf der Seite 4 der Einleitung, und da steht, these five stages, no? You mean? Five stages and last line. And last line. The last two lines. These two lines. These two lines, okay. Arjuna was in a relationship with the Lord as friend. Of course, there is a... Gulf relationship. Yeah, of course, there is a gulf of differences between this friendship and the friendship found in the material world. This is transcendental friendship, which cannot... This is transcendental. Which cannot be had by everyone. Of course, everyone has a particular relationship with the Lord, and that relationship is evoked by the perfection of devotional service. But that practice, same mode you have to keep. So, das ist die Praxis, ne? Die gleiche Stimmung muss man aufrechterhalten. And when this mode will be the same, it will become like that. Und wenn diese Stimmung die gleiche ist, dann wird es genauso. But in the present status of our life, not only have we forgotten the Supreme Lord. I forget you because of my not consciousness. So ich habe dich vergessen, Sarup, mein Herr, aufgrund meines Unbewusstseins. So we have forgotten the Supreme Lord, but we have forgotten our eternal relationship with the Lord. Every living being, out of the many, many billions and trillions of living beings, has a particular relationship with the Lord eternally. That is called Swarup. By the process of devotional service, one can receive that Swarup, and that stage is called Swarup Siddhi, perfection of one's constitutional position. So Arjuna was a devotee, and he was in touch with the Supreme Lord in friendship. Yeah. Understand? Sarup, and Sarup means the form. Swarup bedeutet die Gestalt. And practice to perfect your form. Und die Praxis ist, diese Gestalt zu vervollkommnen. In relations. In einer Beziehung. That is Sarup Siddhi. Und das ist Swarup Siddhi. I don't know the name, meaning of the Swarup. Ich weiß, in beginning. Ja, am Anfang wusste ich nicht, was dieses Swarup, was das wirklich bedeutet. We don't care this line. I'm okay. Also ich habe diesen Satz nicht so sehr beachtet. But I, when I care, I know. Aber in dem Moment, als ich mich darum kümmerte, da war es mir bewusst. And here also, you see, und in this paragraph,
In chapter Prabhupada is mentioning. Und hier genau in dieser Erläuterung zu diesem Vers erzählt er oder spricht er über das Gleiche noch einmal. This is the base of our sadhana. Das ist die Gaudiya Siddhanta. Das ist die Grundlage unseres Sadhanas. Das ist Gaudiya Siddhanta. Sarup or Sarup and Sarup Siddhi. Die Swarup und die Swarup Siddhi. Yeah, read this. Mm-hmm. So. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them, who are not firmly situated even in the impersonal existence, return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. Means impersonal effect. Don't try to develop personal effect. Das Verständnis ist, dass der unpersönliche Einfluss, der wird überhaupt eine persönliche Entwicklung in keiner Weise befördern können. So, they are. Yeah, some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yajneshvar, and those who are yogis seeking mystic powers or are mystic powers, they are awarded to such powers. In other words, everyone is dependent for success upon his mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. Unless, therefore, one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect. As is stated... Imperfect. All without higher connection of personal relation, all is imperfect. Mm-hmm. Yogi, you can become yogi, you can become tantric, you can become impersonalist. Without personal relation, without revoking your identity, developing relation, is all keeping you out from that. Bhakti. So, das heißt, mit einer unpersönlichen Haltung oder eben eine Haltung nach Frucht, nach Arbeit, die eine Frucht erbringt, ist man einfach ausgeschlossen aus diesem Bhakti-Pfad. Kommt man nicht rein. Rade, Rade, Govinda, Govinda, Rade, 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 Govinda,
Govindarade. Understand, there are different things. Versteht ihr das? Es gibt verschiedene Dinge. But bhakti is different thing. Devotion is different thing. Aber Bhakti ist etwas anderes. Hingabe ist etwas anderes. Bhakti means personal relation. Bhakti bedeutet persönliche Beziehung. Bhakti means your love, your connection with one relationship. So Bhakti bedeutet Liebe in einer Beziehung. And to develop relation means two is necessary. One person, Krishna, and Krishna devotee. And this devotee has to know his form, what relation he wants to connect and do. So, und Beziehung braucht immer zwei. Und das braucht den Herrn und es braucht den Diener des Herrn. Und dazu muss man auch seine Gestalt kennen, in der man halt dient. Till I don't know the form, is impersonal. Solange ich meine Gestalt ja gar nicht kenne, ist es unpersönlich. It cannot develop personal. Das kann persönliche Beziehung auch kann einer persönlichen Beziehung auch nicht weiterhelfen. It cannot bring you to transcendental. Das kann dich auch nicht zum Transzendentalen bringen. Danke. I have to go today. Es tut mir leid, ich muss heute gehen. Knowingly, unknowingly, if I do any mistake, don't take me. Bitte vergib mir, wenn ich einen Fehler gemacht haben sollte. This is all grace of Haldar that I am here. Das ist nur durch die Gnade von den Devotees hier, dass ich hier sein kann. Govinda is a very good president. After a long time we got president like this. Govinda ist ein very guter Präsident hier, nach so langer Zeit, wie er das macht, oder für so lange Zeit. So young boy and so responsible. So jung und so voller Verantwortung. Sehr schön. All are good. Aber alle sind hier wunderbar Gott gemacht. Ich fühle mich hier so wohl. You see, in South America, old place, Swami Maharaj is preaching, everybody likes him. Das Swami Maharaj, der in Südamerika predigt, dort wo er ist, die mögen ihn alle sehr. Everybody, too much love for him. So große Liebe zu ihm. I'm just coming from South America. Ich komme nämlich von Südamerika. And you are fortunate that he is here. Und ihr könnt sehr froh sein, dass der jetzt auch hier ist. All senior devotees, all senior. So viel ältere Devotees. Guckt all senior. All, you see, all senior, I see. More senior than me also. Also ich sehe so viele reife Gottgeweihte. Reifer als ich selber behaupte. We have to unite and do for something in life. Und wir müssen zusammenhalten, uns vereinen, um etwas Schönes im Leben zu tun. So many people are suffering, you have to see that. So viele Menschen leiden, das müsst ihr sehen. You have to help. Helping is the way of living. Ihr könnt ihnen helfen, denn Hilfe ist der Weg des Lebens. What is the use of this life if I cannot serve to others? Was ist denn überhaupt der Sinn von meinem Leben, wenn ich anderen nicht helfen kann? What is the teaching of Jesus? Was war die Lehre von Jesus? Love to your neighbor. Liebe deinen Nächsten. Care to everyone. Na, und kümmere dich einfach um jeden. Don't forget this basic thing, what he gave you love. Vergiss nicht diese Grundsätze, die er gegeben hat. Why you come here? Warum kommt ihr hierher? Because he gave you that you have to increase in this life bhakti. Weil er hat euch sozusagen diesen Samen eingepflanzt, dass ihr in eurem Leben Bhakti entwickeln könnt, Beziehung. His grace, my dear. Seine Gnade, meine Lieben.
And why, if you remember, think Krishna will give grace, because they are, you see, very connected. Und wenn ihr, wenn ihr daran denkt und es nicht vergesst, von Krishna wird die Gnade zurückkommen und da gibt es auch überhaupt keine Trennung. Das kann man ganz leicht sehen. Mercy. You are blessed by that. Feelings. Ihr seid gesegnet durch diese Gnade. Unknowingly. Ihr habt Gefühle, manchmal auch ohne, dass ihr es wisst. So, knowingly more increasing, we have to increase. So, und wenn man es erstmal weiß, dann kann man das noch viel stärker entwickeln. I see many religious books, but when I see Jesus, he only talked about love and relation. Ich habe viele religiöse Bücher gesehen, Bücher über Religion, aber wenn ich etwas sehe über Jesus, der spricht nur über Liebe. Liebe deinen Nächsten. And when I see Gospel of Maria Magdalena, one year I talk only about that. Als ich das gelesen habe, das Evangelium von Maria Magdalena, da habe ich ein ganzes Jahr lang nur darüber gesprochen. Yeah. Beautiful. Es ist einfach schön. Only spiritual talks are there. Das sind einfach nur spirituelle Gespräche darin. And any spiritual talk is connected, is a belly. Und jeder einzelne dieser Sätze ist miteinander verbunden. Die sind alle verbunden. And it's a grace. That same relation is coming. You see in the life of Jesus, Father and Son. Seine Gnade, dass diese gleichen Beziehungen wir dort sehen können. Ne? Ihr seht das im Christentum, also Jesus und Gott sind Mother and Son. Sohn und Vater, Mutter und Sohn. Last Supper of Jesus, friends. Last Supper of Jesus. Letzte Abendmahl. Ach, Supper. Ah, das letzte Abendmahl. Yeah, it's a friend sitting. Das ist einfach, da sitzen friends. Die Freunde. Yes, sir. Wow. Freundschaftsessen. Sakya. Friendship. So, das ist die Sakya Ras, die Beziehung der Freunde. Das sind alles Freunde, die da sitzen. Sakya Marcel. And impersonalist also many. Personalist also many. Und es gibt halt viele unpersönliche, viele persönlich. Passive also many. Passive, die gar nichts tun. Some active are also there. You see all relations. So alle Beziehungen. And he teach about that. Und er hat über all die gesprochen. Why? Because you have to. He wants to bring you for the Krishna. Warum? Weil er wollte euch zu Krishna bringen. To more know details about that, you have to know. What they cannot talk about Madhurya Rasa. You have to go for the Madhurya Rasa. So der hat euch dahin gebracht, diese Beziehung, diese Grundlagen zu verstehen. Aber was sie nicht kennen, ist der Madhurya Rasa. Und das könnt ihr ihnen erzählen. This is the goal. Das ist das Ziel. And this is the Gaudiya Siddhanta to go up to Madhurya Rasa is Rupa Anuga. Und das ist das eigentlich das Ziel der Gaudiya Siddhanta. Das ist Gaudiya Siddhanta. Gehe bis zu Madhurya Rasa, Rupa Anuga. And that can only possible by your spiritual identity, not with physical identity. Und das kann nur durch deine very difficult durch deine spirituelle Identität erlangt werden, nicht durch die materielle. Other you can do with material identity. Alles andere kannst du mit einer materiellen Identität auch tun. But Madhuri Rasa, you cannot go, you cannot think even, you cannot read even without your spiritual identity. Aber der Madhurya Rasa, an den kannst du nicht mal denken, auch überhaupt nicht darüber lesen, ohne deine spirituelle Identität zu kennen. Understand, my friend? Verstehst du? Yes. This is the goal. Das ist das Ziel. Thank you. I will say here, this is energy of Guru. Is coming. So die Energie des Gurus hier auf dem Platz. I don't know anything is coming. Boy, I want to move from here. Jai Srila Bhakti Vedanta Sadhu Maharaj Ki. Jai.
Jem, how are you?